the most important thing is to love the Lord your God with all your heart. Jesus told us the most important thing is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and your strength. With your heart, soul, mind, and your strength. With your heart, soul, mind, and your strength. We're gonna love the Lord with everything. Das war doch ein tolles Lied, oder? Das Allerwichtigste. So heißt es in dem Lied. Was ist das Allerwichtigste? Gut, dass du da bist. Das lernen wir heute, was das Allerwichtigste ist. Willkommen beim Rema Kindergottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ja, wir wollen heute über das Allerwichtigste lernen. Aber eigentlich sind wir ja so mittendrin bei den Israeliten, die es endlich geschafft haben, an diesen Berg Sinai zu kommen. Gott hat sie aus der Sklaverei befreit und er hat zu ihnen gesagt, geht zum Berg Sinai, um mich dort anzubeten. Und jetzt sind sie angekommen, um Gott zu begegnen, um Gott anzubeten. Und das ist eine gewaltige Sache. Lasst uns mal hören, was sie dort erleben. Endlich waren die Israeliten am Berg Sinai angekommen, dort, wo Gott gesagt hatte, dass sie ihn anbeten sollen. Mose stieg auf den Berg, wo Gott zu ihm sprach: Du hast gesehen, wie ich euch aus Ägypten herausgebracht habe. Sage den Israeliten, wenn sie mir gehorchen, werden sie vor allen Völkern mein Eigentum sein, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Mose stieg den Berg wieder hinab, um den Führern des Volkes zu berichten, was Gott versprochen hatte. Zusammen antworteten alle: Wir werden alles tun, was der Herr gesagt hat. Da stieg Mose wieder auf den Berg hinauf, um Gott die Antwort zu bringen. Gott sagte zu Mose: Ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen, so dass das ganze Volk hören kann, wie ich mit dir rede, und sie dir glauben. Mose berichtete, dass die Israeliten versprochen hatten, Gott ganz zu gehorchen. Sag dem Volk, dass sie sich heute und morgen bereit machen sollen, sich heiligen sollen.
Lass sie ihre Kleidung waschen und am dritten Tag bereit sein, denn dann werde ich zu ihnen hinunterkommen. Gott befahl Mose auch, eine Grenze um den Berg zu ziehen, denn jeder, der den Berg berührt, müsste sterben. Erst wenn das Widderhorn lange ertönt, könnten sie sich dem Berg nähern. Mose gab Gottes Anweisung an alle weiter. Sie wuschen ihre Kleidung und heiligten sich vor Gott. Am Morgen des dritten Tages brachen Donner und Blitze los und eine dichte Wolke bedeckte den Berg. Es gab einen lauten Posaunenton und alle fürchteten sich sehr. Mose führte das Volk an den Fuß des Berges. Der Herr stieg in Feuer auf den Berg Sinai hinab. Rauch wie von einem Ofen stieg auf und der ganze Berg bebte. Der Posaunenton wurde lauter und lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Gott gebot Mose, auf den Gipfel des Berges zu steigen. Doch der Herr befahl ihm: Geh sofort wieder hinunter und schärfe dem Volk ein, sie sollen ja nicht die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Wenn sie es trotzdem tun, werden viele von ihnen sterben. Auch die Priester sollen sich reinigen, bevor sie sich mir nähern, sonst ist ihr Leben in Gefahr. Dann kehre mit Aaron auf den Gipfel des Berges zurück. Mose stieg hinab, um das Volk zu warnen, dass der Berg heilig sei und sie sich ihm nicht nähern dürften. Dann kletterte er und Aaron zurück auf den Gipfel. Gott gab seinem Volk die Gebote, die ihnen zeigen sollten, wie man lebt, um Gott zu gefallen. Er sagte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen oder es anbeten und nicht vor etwas anderem niederfallen oder es anbeten als nur vor mir allein. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst 6 Tage arbeiten, aber den 7. Tag sollst du als Ruhetag für Gott heiligen. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Ruhetag gesegnet und geheiligt. Und wie es weiterging, erfahrt ihr nächstes Mal. Wow! Das war gewaltig, oder? Donnern, Blitzen, der ganze Berg hat geraucht, er hat gebebt. Wow, das war gewaltig. Kannst du dir vorstellen, dabei gewesen zu sein? Vielleicht hättest du dann auch Angst bekommen. Oder zumindest wärst du dir dessen bewusst geworden, wie mächtig und heilig unser Gott ist. Wow, ich kann es mir nur einigermaßen vorstellen, aber das muss schon gigantisch gewesen sein. Und Mose durfte sich Gott sogar nähern. Meine Güte, eine tolle Geschichte. Und nicht nur eine Geschichte, das ist echt passiert. Alles, was dort passiert ist, hat Gott aufschreiben lassen in seinem Wort, damit wir das heute lesen können. Worum ging es in der Geschichte? Gott wollte seinem Volk sagen, wie sie leben sollen, damit sie heilig leben. So wie Gott heilig ist. Kennt ihr noch unseren Lernvers? In dem Lernvers heißt es: Heilig, heilig, heilig. Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Unser Gott ist heilig. Er ist allmächtig und er hat eine solche Kraft. Das ist der Gott, an den du glaubst. Und dieser Gott möchte, dass auch du ein ihm wohlgefälliges Leben lebst. Das bedeutet, dass du so lebst, wie Gott es gerne möchte. Möchtest du das? Möchtest du gerne so leben, wie Gott es möchte? Damit Gott dich segnen kann und dein Leben segnen kann? Das bedeutet, dass dir Gutes passiert in deinem Leben? Dass er dir Gutes geben kann in deinem Leben? Möchtest du das gerne? Gott sagt, wir sollen so leben, wie er das gerne möchte. Und beim Volk Israel war das auch so.
Er hat gesagt, ihr sollt mein Volk sein. Ich habe euch ausgesucht. Ich möchte, dass ihr heilig seid, so wie ich heilig bin. Ein Problem gab es allerdings. Sie konnten eigentlich nie wirklich so heilig sein, wie Gott es ist, weil sie natürlich, wie die meisten Menschen, auch Sünde hatten. Wir können vor Gott ganz heilig sein, weil Gott uns durch Jesu Blut reinigen kann, durch das Blut von seinem Sohn Jesus. Also Gott möchte, dass du so lebst, wie es ihm gefällt. Und bei den Israeliten war es auch so, deswegen hat er ihnen so viele Gebote gegeben. Und zwar nicht nur die 10 Gebote, von denen du eben gehört hast. Du hast jetzt nur 4 gehört. Nächstes Mal hören wir den nächsten Teil, wie es weitergeht. Da hören wir noch weitere Gebote. Und danach, wenn wir in der Bibel lesen, da erzählt oder sagt Gott noch ganz viel zu dem Volk Israel und gibt ihnen Rat, wie sie leben sollen, sodass es Gott gefällt. Er ist so etwas wie, ihr Richter, der sagt, hey, ihr müsst das machen und ihr müsst das machen und dann macht ihr das richtig. Und es sind so viele Ratschläge, so viele Gebote, wie man zu leben hat. Gut, dass wir nicht mehr unter dem alten Bund leben. Das heißt, früher mit den Israeliten. Gut, dass wir jetzt Jesus haben. Denn eigentlich wollte Gott uns damit nur zeigen, wie schwer es ist, heilig zu leben. Er wollte ihnen Rat geben, damit sie gesegnet sein können. Aber am liebsten wollte Gott, dass es einfach ist für uns. Und das hat er geschafft durch Jesus. Jesus hat uns nämlich 2 Gebote gegeben. Er hat diese vielen Gebote zusammengeschrumpft in 2 Gebote. Und die gucken wir uns heute an. Seid ihr bereit für unsere Bibelzeit? Genau. Lasst uns die Zeit nehmen. Nehmt das Wort Gottes. Schlagt mit mir zusammen auf. Wir schlagen heute auf in Matthäus. Matthäus ist der erste Brief im Neuen Testament. Also, das dürftet ihr eigentlich finden, ne? Das Neue Testament aufschlagen und dann das erste Buch da drin. Matthäus 22 und da Vers 36 bis 40. So, ich muss jetzt auch mal dahin blättern und bin angekommen. Denkt dran, wenn ihr länger braucht, macht Pause und dann seid ihr gleich dabei. So, Matthäus 22 und dort Vers 36. Da redet Jesus mit den Pharisäern. Die Pharisäer sind diejenigen, die auch Gott wohlgefällig leben wollen, die sich wirklich Gott hingegeben haben und gesagt haben, Gott, wir wollen so leben, wie du das willst. Das waren Leute, die wollten heilig leben. Und hier in Vers 36, da redet Jesus mit einem Pharisäer, der fragt ihn, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Sag mir, an welches Gebot, welches ist das größte, an welches muss ich mich heiligen? Wir könnten auch sagen, was ist das Allerwichtigste? Seid ihr bereit für die Antwort? Was sagt Jesus? Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, das heißt mit deinen Gefühlen oder auch mit deinem Denken und, jetzt kommt's, mit deinem Denken, also mit unserem Herzen, mit unseren Gefühlen und mit unserem Denken sollen wir Gott lieben. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber heute machen wir Teil 1. Wir konzentrieren uns darauf, was ist das Erste, das Allerwichtigste. Wisst ihr es noch? Was ist das Wichtigste? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit deiner ganzen Seele, also mit deinen Gefühlen und mit deinem Denken. Also, du sollst Gott lieben. Und zwar mit allem, was du hast. So richtig fest
du sollst Gott lieben. Was waren denn die 4 Gebote, die wir heute kennengelernt haben, als wir von dem Volk Israel gehört haben? Wisst ihr das noch? Das erste war, dass wir nur Gott haben sollen. Wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Das zweite war, wir sollen uns kein Bild oder eine Statue machen von Gott. Das dritte war, wir sollen Gottes Namen nicht missbrauchen. Das heißt, dass wir nicht einfach so Gottes Namen sagen oder so nach dem Motto, dass wir ach Gott sagen oder so. Sowas ist nicht richtig. Sondern jedes Mal, wenn wir Gottes Namen benutzen, sollen wir es auch meinen. Ja, nicht einfach nur so sagen, sondern er ist heilig. Gott ist heilig. Und das 4. Gebot war, wir sollen den Sabbat heiligen. Das bedeutet, Gott hat gesagt, am 7. Tag sollst du ruhen. Genauso wie ich das gemacht habe, als ich die Erde geschaffen habe. Ich habe 6 Tage lang gearbeitet und am 7. Tag habe ich mich ausgeruht. Und wir sollen diesen Tag benutzen, sollen ihn heilig machen und sollen uns Zeit nehmen für Gott an diesem Tag. Und wir sollen ruhen und nicht schwer arbeiten. Gott möchte, dass es dir gut geht. Aber in diesen 4 Geboten, das sind Gebote, die Gott ehren, die Gott heiligen. Dass wir sagen, Gott, du bist der Allereinzigste, möchte ich sagen. Du bist der Einzige in meinem Leben. Ich möchte dich ehren mit allem, was ich bin. Ich möchte mir Zeit für dich nehmen. Ich möchte nicht mich mit anderen Göttern beschäftigen, weil du bist der Einzige, du bist der Gewaltige, der mächtige Gott. Wir haben davon gehört, wie er sich erwiesen hat, wie er gezeigt hat auf dem Berg Sinai, wie mächtig und gewaltig er ist. So gewaltig, dass das Volk Israel gesagt hat, Mose, mach du das für uns, wir haben Angst. Gott ist so mächtig. Das Gute ist, wir brauchen keine Angst mehr vor ihm zu haben. Weil Gott hat uns Jesus geschenkt. Und durch Jesus sind unsere Sünden vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Und dann sind wir auch vor Gott heilig. Dann brauchen wir keine Angst mehr haben davor, dass uns irgendetwas von Gott trennt. Ja, Sünde trennt uns von Gott. Aber wenn wir Jesus haben, der für uns gestorben ist und der gesagt hat, gib mir das, was du falsch gemacht hast, und ich möchte dich reinigen und heiligen. Ja? Jesus möchte dich heiligen, damit du Gott begegnen kannst und mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Also, diese 4 Gebote, haben wir gelernt, sind zusammengefasst in einem Gebot. Wisst ihr noch, wie es heißt? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele und deinem Denken, mit deinem Verstand. Du sollst Gott lieben. Das ist das erste Gebot, das Allerwichtigste. Das ist das Wichtigste, was du wissen musst in deinem Leben. Und dazu wollen wir heute eine Bastelarbeit machen. Hast du da Lust zu? Und zwar, beschäftigen uns ja gerade damit, dass wir die 10 Gebote lernen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, 10 Gebote? Wir haben doch 10 Finger. Also können wir es uns einfach machen. Wir machen eine Bastelarbeit mit unseren 10 Fingern. Und auf die 10 Finger schreiben wir die 10 Gebote. Aber wir haben ja gelernt, eigentlich brauchen wir nur die oder müssen wir nur diese 2 Gebote wissen. Weil in denen, wenn wir uns an die halten, wird alles andere automatisch passieren. Ja? Wenn wir Gott lieben, dann wollen wir auch Gott wohlgefällig leben. Also deswegen steht hier, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind die wichtigsten. Und in der Mitte ist die Liebe. Die Liebe ist da. Gott ist Liebe. Gott liebt dich. Und du sollst Gott lieben. Und heute haben wir das gelernt. Liebe Gott von ganzem Herzen. Nächstes Mal schauen wir uns den 2. Teil an. Aber jetzt basteln wir erstmal eine Runde. Bist du bereit? Hol dir deine Sachen zusammen. Los geht's. So, dann lasst uns das mal zusammen basteln. Also, wir nehmen ein buntes Papier, DIN A4-Papier, und falten das einmal in der Mitte. Wenn ihr kein
buntes Papier habt, könnt ihr auch einfach ein weißes nehmen und das vorher oder nachher anmalen. Das geht natürlich auch. So, jetzt habt ihr das einmal gefaltet. Jetzt nehmt ihr eure Hand und ihr müsst, also wenn ihr Rechtshänder seid, dann macht ihr die geschlossene Kante auf die rechte Seite. Und wenn ihr Linkshänder seid, macht ihr es genau andersrum. Okay? Und dann nehmt ihr aber eure linke Hand als Rechtshänder, also als Linkshänder dann quasi die linke Hand, und ihr legt sie hier drauf. Und ganz wichtig ist jetzt, also die Finger dürfen ein bisschen gespreizt sein. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr den Daumen und den Zeigefinger hier über die Kante gucken lasst. Ja? Weil hier darf nicht geschnitten werden. Okay? So. Und dann, wenn das so ist, nehmt ihr einen Stift. Vielleicht, wenn ihr euch unsicher seid, einen Bleistift. Und dann zeichnet ihr einmal außen rum, okay? So, inklusive Handgelenk, schieb mal mein Hemd ein Stück zurück. Fange hier an. So, und dann umrande ich meine Hand. Jeden einzelnen Finger. So, und hier, wenn ich jetzt an den Zeigefinger komme, gehe ich ganz vorsichtig bis zur Kante. Hier male ich ja nicht und dann male ich hier weiter auf der anderen Seite. Ja, so bis zur Kante und dann wieder auf der anderen Seite zurück. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht, damit ihr das versteht. Hier seht ihr, da ist der Finger nicht so schön rund, sondern der hört hier quasi in der Kante auf, damit ich nachher ein schönes Herz bekomme. Okay, könnt ihr das sehen? Und wenn ihr es im Hintergrund quietschen hört, dann ist das gerade unser Hund, der Spaß hat mit seinem Spielzeug. Okay, also jetzt schneiden wir das Ganze aus mit unserer Schere. Ja, also einmal ringsherum ausschneiden. Hier am Daumen, jetzt bis zur Kante und dann schneiden wir nicht und auf der anderen Seite gehen wir wieder zurück und schneiden hier wieder aus. So und wieder bis zur Kante, da wird wieder nicht geschnitten und jetzt wieder hier den Finger zurück und jetzt die restlichen Finger einfach ausschneiden. So, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, was ich für euch hoffe, dann passiert jetzt Folgendes. Ihr klappt das Ganze auf. Und habt ein Herz in der Mitte. Schaut mal, das ist die Kante, die wir nicht geschnitten haben. Ne? Die jetzt ein schönes Herz. Und jetzt müssen wir das Ganze noch beschriften. Nicht wahr? Das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und zwar, erstens schreibt ihr hier die verschiedenen Gebote drauf. 4 Stück sind es. 1, 2, 3, 4. Ja? Ich hole mal kurz meine Vorlage. Hier habe ich das schon mal aufgeschrieben. Schaut mal. Und zwar schreiben wir hier beim kleinen Finger hin. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann kommt das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bild zum Anbeten machen. Ja, sollen uns kein Bild machen, das wir anbeten. Oder auch keins kaufen oder was auch immer. Ne? Wir sollen nur unseren Gott anbeten. Dann das dritte. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wisst ihr noch, was das heißt? Das heißt, wenn wir Gott sagen,
dass wir das dann auch wirklich meinen und das nicht nur aus Quatsch sagen. Und dann die Nummer 4. Du sollst den Sabbat, den siebten Tag, heiligen und ruhen. Gott hat den als Ruhetag angeordnet. 6 Tage sollen wir arbeiten und am siebten Tag sollen wir ruhen, so wie er das gemacht hat. Und wir sollen aber auch diesen Tag heiligen, indem wir uns Zeit nehmen für Gott. Ja? Das Gute ist ja, ihr müsst euch das alles gar nicht so doll merken, weil was hat Jesus gesagt? Das Wichtigste ist, das allererste Gebot ist, zusammengefasst, liebe Gott. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, also mit deinen Gefühlen und mit deinem ganzen Verstand, mit deinem Denken. Ja? Also das ist jetzt diese erste Seite, die wir heute ausfüllen, die 4 Gebote. Und hier schreiben wir hin, liebe Gott. Und nächstes Mal geht es auf der anderen Seite weiter, wenn wir da hinschreiben, liebe deinen Nächsten und dann den Rest der Gebote ausfüllen. Okay? Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und alles hat gut geklappt. Könnt ihr euch dann schön zu Hause aufhängen oder vielleicht als Überraschung jemanden erzählen, als Aufklappkarte. So, auf zu unseren Wiederholungsfragen. Frage Nummer 1. Warum durfte das Volk Israel nicht auf den Berg Sinai? Erstens, weil er zu steil war. Zweitens, weil Gott dort war und Gott ist heilig. Drittens, weil es ein Vulkan war mit heißer Lava. Welche Antwort ist richtig? Antwort Nummer 2. Weil Gott dort war und Gott heilig ist. Nächste Frage. Was geschah, als Gott auf den Berg herabkam? Erstens, es kamen Donner, Blitze, Rauch und der Berg bebte. Zweitens, der Berg zerfloss wie Schnee wegen dem Feuer Gottes. Drittens, es regnete Gummibärchen und Konfetti. Welche Antwort ist richtig? Ja klar, die Nummer 1, es kamen Donner, Blitze, Rauch und der Berg bebte. Und die nächste Frage. Wie heißen die ersten 4 Gebote? Erstens, bete nur Gott an, mach dir kein Bild von Gott, du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen, heilige den siebten Tag. Antwort Nummer 2. Denke einmal am Tag an Gott. Reise einmal im Leben nach Jerusalem, gib Gott 100.000 Euro, habe immer Angst vor Gott. Drittens, bete alle Götter an, mach dir ein Götzenbild, sage Gott in jedem Satz, arbeite immer und ruhe nie aus, um dir Zeit für Gott zu nehmen. Welche Antwort ist richtig? Natürlich die Antwort Nummer 1. Super. Jetzt die nächste Frage. In welche 2 Gebote kann man die Gebote Gottes zusammenfassen? Erstens, ich lasse die anderen in Ruhe und dann lassen auch sie mich in Ruhe. Zweitens, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Drittens, liebe vor allem dich selber und dann die Leute, die nett zu dir sind. Welche Antwort ist richtig? Die 2. natürlich. Super aufgepasst. Und die letzte Frage. Unser Lernvers. Wie passt unser Lernvers zum Thema? Offenbarung 4, Vers 8. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Wie passt er zu unserem Thema, der Lernvers? Erstens, Mose war am Anfang der Bibel und die Offenbarung ist am Ende der Bibel. Das passt. Zweitens, unser Gott war, ist und kommt vom Berg Sinai. Drittens, unser Gott ist heilig und mächtig.
Der dritte Punkt, ne? Unser Gott ist heilig und mächtig. Das haben wir heute in der Geschichte sehr gut feststellen können. So, ich hoffe, du konntest alle Fragen gut beantworten und hattest auch Freude und Spaß dabei. Du hast hoffentlich auch unsere tolle Bastelarbeit gemacht oder du machst sie vielleicht später ganz in Ruhe, diese zwei Hände. Vielleicht sind eure ein bisschen kleiner geworden. Ich habe recht große Hände. Und nächsten Sonntag brauchen wir das wieder. Bringt's wieder mit, okay? Beim nächsten Kindergottesdienst. Ja, wir kommen jetzt so ein bisschen Richtung Ende. Aber ich möchte euch noch eine Sache mit auf den Weg geben. Wir haben ja heute gelernt, dass das Allerwichtigste ist, dass wir Gott lieben. Aber in der Bibel steht, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und um Gott wohlgefällig zu leben, haben wir gelernt, dann müssen wir heilig sein, dann müssen wir rein sein vor ihm. Ja, das Volk Israel, das sollte sich waschen, aber das war nur mit Wasser. Wir können unser Herz waschen mit dem Blut Jesu, sagt man. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und Gott, in Johannes 3, Vers 16, wer kennt den Vers noch? So sehr hat Gott die Welt, und das bist du, du bist ein Teil dieser Welt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit, wenn du an Jesus glaubst, du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast und dann bei Gott, bei deinem Vater im Himmel bist. Ja? Und deswegen, Jesus möchte dein Herz reinigen von allem, was nicht gut ist, von allem, wo du mal einen Fehler gemacht hast. Fehler trennen uns von Gott, aber wir wollen ja nahe sein mit Gott. Wenn das Allerwichtigste ist, dass wir Gott lieben und Gemeinschaft mit ihm haben und wir das nur können, wenn wir heilig sind, wenn wir ohne Fehler sind, dann brauchen wir Jesus, der uns reinwäscht von allem Bösen. Möchte ich einladen, bitte Jesus in dein Herz und sag zu ihm, Jesus, ich bitte dich, dass du mein Herz reinwäscht von allem Bösen. Ich danke dir dafür, dass du das jetzt tust. Danke, dass du jetzt mein Herr bist. Und Gott, ich liebe dich und ich will dich ehren mit meinem Leben. Ich will heilig vor dir leben und ich möchte dich vor allen anderen Dingen lieben. Von ganzem Herzen, mit meinen ganzen Gefühlen, mit meiner Seele und mit meinem Denken, mit meinem Verstand möchte ich dich, Gott, lieben und ehren. Jetzt zum Abschluss wollen wir das Lied, was wir vorhin gehört haben, nochmal mit Bewegung machen. Habt ihr da Lust zu? Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jesus told us the most important thing is to love the Lord your God with all your heart. Jesus told us the most important thing is to love the Lord your God with all your heart. Soul, mind, and your strength with your heart. Soul, mind, and your strength with your heart. Soul, mind, and your strength. We're gonna love the Lord with everything. So clap your hands and love the Lord with everything.
screaming with your heart.